Moin, hier ist eure Nina G. Wie ihr um mich herum schon erkennen könnt, habe ich hier schon was vorbereitet, denn ich möchte heute ein Produkt testen. Und zwar ist das dieses hier, Faulpelz. Die liebe Anna vom Team Flicker hatte mich ja vor kurzem besucht. Das Video dazu findet ihr auf Annas Kanal, hier oben im i und unten in der Infobox. Und da ich weiß, dass sie auf dem Weg zum Stall immer an einem Lösdorf vorbeifährt, habe ich gesagt, du, es wäre super toll, wenn du mir dieses Faulpelz einmal mitbringen würdest, dann brauche ich das nicht zu bestellen. Sie hat es getan. Es hat 12,95 Euro beim Löster gekostet, die ich natürlich bezahlt habe. Es handelt sich hier nicht um ein gesponsertes Video, sondern einfach ein Video, wo ich dieses Produkt für mich gerne mal testen möchte, denn bei Faulpelz handelt es sich um ein Lederpflegeprodukt, das große Versprechungen macht. Man soll nur 4 Verschlusskappen von diesem, also diesen Deckel, auf 5 Liter Wasser geben, sein Lederzeug mitsamt Metall und allem, was da so dran ist, an der Trense oder an dem Sattel oder so, da eintauchen, nur kurz darin schwenken, 30 Sekunden zum Trocknen aufhängen und fertig. Und danach soll das Lederzeug gereinigt und gepflegt worden sein. Und dieses große Versprechen möchte ich natürlich heute testen, ob das wirklich so einfach geht, ob das so funktioniert. Und deshalb habe ich hier jetzt schon mal mein gesamtes Ledergedöns, alles, was ich pflegen möchte, hier rausgesucht und wir bereiten den Test jetzt einfach mal vor. Wenn man sein gesamtes Lederzeug zusammengesammelt hat, ist der Großteil der Vorbereitungen eigentlich schon erledigt. Dann muss man nur noch die Dinge entfernen, die nicht mitbehandelt werden sollen. Bei mir sind das zum Beispiel die Patches von dem Brokamp Reitpad, die Steigbügelschoner. Meine habe ich übrigens selbst genäht. Wie findet ihr sie? Stimmt doch mal oben ab, ob ihr ein DIY dazu möchtet. Und auch meine Notfallanhänger, auf denen meine Handynummer steht, müssen vor der Anwendung entfernt werden. Viel mehr ist nicht zu tun, denn die Trensen müssen nicht auseinandergebaut werden und auch Steigbügel können an den Steigbügelriemen verbleiben. Jetzt muss nur noch kaltes Wasser in ein Behältnis gefüllt werden. Ich habe einen Maurerkübel gewählt, da ich auch größere Dinge wie ein Voltigiergut eintauchen wollte und 5 Verschlusskappen Faulpelz pro 5 Liter Wasser dazugegeben werden. Dann kann es mit der Anwendung auch schon losgehen. Dazu taucht man einfach alles in die Flüssigkeit und schwenkt es ca. 30 Sekunden darin. Man darf es nur nicht einweichen. Danach wird es für etwa 15 Minuten zum Trocknen aufgehängt und fertig. Es ist nicht nötig, die Seifenreste abzuwischen oder das Lederzeug weiter zu behandeln. Bei stärkeren Verschmutzungen, wie hier an diesem Voltigurt, könnte bloßes Abspülen möglicherweise nicht ausreichen. In diesem Fall nimmt man einfach einen Schwamm und reibt die betreffenden Stellen gründlich ab. Als ultimatives Testobjekt habe ich diesen alten Sperrriemen, den ich nie benutze und der deshalb dreckig, trocken und hart ist, auch mal in der Flüssigkeit gespült und mit dem Schwamm geputzt. Zur Kontrolle wurden 2 weitere Sperrriemen in ähnlich schlechtem Zustand lediglich im Kübel geschwenkt. Mal sehen, wie die danach aussehen. Alle Utensilien, die zwar gepflegt werden, aber nicht in den Kübel getaucht werden sollen, werden mit dem getränkten Schwamm abgerieben. Bei mir waren das zum Beispiel die Gurtstrupfen des Reitpads und die von Alice Synthetik-Sattel sowie die Oberseite der Sattelunterlage und Abbys kompletter Ledersattel. Nur Steigbügelriemen, die man vom Sattel lösen kann, konnten mit in den Kübel. Dann war ich mit der kompletten Lederpflege auch schon fertig. Ich bin jetzt fertig und ich muss ganz ehrlich sagen, so schnell ging meine gesamte Lederpflege noch nie, denn ich drehe mich hier nochmal zur Seite. Es ist letztendlich doch schon eine ganze Menge, was man sonst putzen müsste, also normalerweise mit Sattelseife, warten bis das getrocknet ist, dann fetten oder ölen oder was auch immer, nochmal da drauf warten, bis das eingezogen ist, bis man es dann wegräumen kann. Jetzt bin ich ungefähr
Ja, ich würde mal sagen, mit Vollmachen und allem höchstens eine Dreiviertelstunde. Also von daher bin ich schon mal von der Geschwindigkeit sehr zufrieden. Und die Sachen müssen jetzt zwar noch ein bisschen trocknen, um endgültiges Ergebnis erwarten zu können, weil hier steht drauf ungefähr 15 Minuten trocknen. Ich warte, das ist mir egal. Ja, also mal gucken, was Faulpelz so geleistet hat. Wir können uns ja die ersten Sachen schon mal ansehen. So, erstmal hier haben wir diesen total trockenen, ekligen alten Sperrriemen, den ich ja sowieso nicht benutze. Ich habe ihn nur mal als Testobjekt mitgewaschen. Und ich muss sagen, ja gut, er ist halt noch ein bisschen dreckig. Hier so, weil das auch schon seit 100 Jahren da angetrocknet war. Aber er ist letztendlich wieder viel elastischer, sieht nicht mehr ganz so super eklig aus und nicht mehr ganz so trocken. Also hier hat Faulpelz, auch wenn man da hätte etwas gründlicher arbeiten müssen, schon gute Dienste getan. Genau wie bei denen, die waren ja auch alt und trocken, sind jetzt auch wieder schön biegsam, fühlen sich gut an. Also wunderbar, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Hier haben wir meinen Voltigurt, der ja auch schon ein bisschen dreckig war. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt hier mal gucke, der ist wieder noch nicht ganz trocken. Aber guckt euch das mal bitte an. Der glänzt wieder, der ist wieder super weich und schön anzufassen. Und nur durch den im Schwamm da drauf ein bisschen rumrubbeln, ist der Dreck größtenteils ab. Also wirkt ein paar Stellen sind noch und ein paar Stellen sind auch noch nass. Ja, hier, das ist Schaum. Obwohl, da ist noch so ein bisschen Dreck. Vielleicht war ich da auch nicht gründlich genug. Aber insgesamt, das ist ja wohl top. Und auch hier gucken wir uns Abbys Trense mal an. Nur im Wasser geschwenkt, ja nicht mit dem Schwamm drüber und nix. Die fühlt sich wieder total weich, elastisch und wirklich schön gepflegt an. Also das ist ja wirklich top. Ich fasse noch mal zusammen. Das Produkt verspricht, dass man ohne viele Hilfsmittel, nur mit einem Schwamm, sehr schnell seine Ledersachen reinigen und zugleich pflegen kann. Man spart schon mal enorm viel Zeit dadurch, dass man die Sachen nicht groß auseinanderbauen muss. Die Trensen habe ich einfach so da drin geschwenkt, ohne sie auseinanderzubauen, ohne alle Teile einzeln zu reinigen. Dadurch ist schon mal eine enorme Zeitersparnis. Man muss es ja nur 30 Sekunden darin schwenken, man darf es nicht einweichen und zur Not grobe Verschmutzung einfach nur mit einem Schwamm eben schnell abreiben. Dadurch war ich mit meinem gesamten Zeug innerhalb kürzester Zeit fertig und es reinigt, wie gesagt, Verschmutzungen sind weg und es pflegt tatsächlich, weil sogar dieser alte trockene, gammelige Sperrriemen, den ich nur zum Test mit reingepackt habe, ist danach wieder schön geschmeidig und elastisch geworden. Also ich für meinen Teil bin vom Faulpelz komplett überzeugt, werde jetzt auch ein Faulpelz werden und noch öfter meine Ledersachen damit pflegen und reinigen und mir die große Lederpflege mit Sattelseife und Lederpflegeprodukten, Lederöl oder Lederbalsam oder sowas tatsächlich öfter mal sparen, weil ich finde, das ist eine super Alternative. Ich bin sehr zufrieden, dass ich es gekauft habe und werde es definitiv öfter nutzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Vielleicht probiert ihr es selber einfach mal aus. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also dann, bis zum nächsten Mal.